Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video möchte ich dir meine Bodybuilding-Motivationssongs zeigen, was ich höre, was mich motiviert, was mich antreibt. Und zwar ist es so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich trainiere ja mittlerweile, seitdem ich 13 bin, zu Hause, seitdem ich 16 bin, im Kraftraum. Und ich habe eigentlich bis vor einem halben Dreivierteljahr nie meine eigene Musik beim Training gehört. Das heißt, ich habe das gehört, was im Studio kam. Und ich habe aber gemerkt, dass ich da auch sehr schnell abgelenkt werde, aus dem einfachen Grund, wenn die Leute nicht sehen, dass ich Kopfhörer habe, kommen sie zu mir, wollen mit mir sprechen und das lenkt mich auch immer sehr ab. Deswegen, seitdem ich Kopfhörer habe, bin ich erstens fokussierter, das heißt, ich kann mich mehr auf mein Training konzentrieren. Andererseits kommen auch viel weniger Leute auf mich zu und wollen sich mit mir unterhalten während dem Training. Und das ist für mich ein großer Vorteil, denn ich kann wirklich in die Übungen reingehen, kann mich konzentrieren, kann mich in den kurzen Pausen ausruhen, mich auf den nächsten Satz konzentrieren und das ist sehr gut. Vor vielen, vielen Jahren war in meinem Fitnessstudio ein Ami, der war recht groß, breit und der hat immer so riesen Kopfhörer gehabt, fand ich ganz lustig. Und da habe ich mal gefragt, so was hörst du denn eigentlich für Musik? Und da hat er gesagt, ey, das ist abhängig davon, was für Muskel ich trainiere. Bei dem einen Muskel höre ich Klassik, beim anderen Muskel höre ich Hip-Hop, bei dem höre ich Hard Rock. Und ich fand es total lustig, weil ich mir gedacht habe, warum braucht man denn für jeden Muskel eine andere Musik? Mittlerweile bin ich jetzt nicht ganz so, aber ich habe gemerkt, dass es auch bei mir so ist, dass ich nicht die ganze Zeit Hard Rock hören kann. Ich brauche je nach Situation auch immer andere Musik. Mittlerweile habe ich sogar gemerkt, dass ich sehr gut auf Klassik trainieren kann. Ich höre mir ganz gern Ludovico Einaudi an. Der hat unter anderem die Filmmusik gemacht für Ziemlich beste Freunde. Und der ist wirklich gut. Also der gefällt mir. Ich komme da runter, bin irgendwie tiefenentspannt und kann auch mit dieser Musik, die jetzt überhaupt nicht wirklich aggressiv ist, sehr gut und intensiv trainieren. Dann gibt es aber auch die Zeit, wo ich merke, den Einaudi kann ich nicht mehr hören. Ich habe jetzt 20 Minuten den gehört, jetzt brauche ich wieder was Neues. Und im Laufe der Musik, also im Laufe des Trainings, ändert sich dann auch wieder der Musikstil. Also ich habe da keine wirkliche Richtung, mit der ich sage, okay, ich fange mal mit Hardrock an. Sondern ich sage, ey, Pum, ich habe jetzt Bock auf Klassik, hör Klassik, gehe dann rüber zu Pop und fange dann mit Hardrock an. Also das ist bei mir total wirr. Aber ich merke, damit komme ich ganz gut zurecht. Das gibt mir irgendwie Power. Denn es gibt Situationen, wo ich sage, ich kann mir das Geschrei jetzt einfach nicht mehr anhören. Ich habe da gerade keine Lust drauf. Ich brauche jetzt was Ruhiges, wo ich mich wirklich auf den Muskel konzentriere. Und Hardrock ist manchmal echt gut. Da kann man dann wirklich so Vollgas geben. Aber manchmal ist es auch gut, dass man ein bisschen was Ruhiges hört und sich wirklich dann auf den Muskel, auf die Bewegung konzentrieren kann. Und natürlich kann ich dir jetzt keine Musik hier in das Video mit reinpacken. Aus dem einfachen Grund, weil es alles GEMA-geschützt ist und dann würde dieses Video relativ schnell wieder gelöscht werden. Deswegen habe ich dir unterhalb des Videos in der Beschreibung alle Lieder mit reingetan, die ich momentan höre. Ich werde es auch regelmäßig aktualisieren, wenn ich merke, okay, ich habe das eine höre ich nicht mehr, das andere haue ich jetzt mit rein. Und dann kannst du da auch regelmäßig mit reinschauen und dir dann wieder die neuesten Lieder anschauen, die ich vielleicht in der Playlist habe. Wenn dir die Songs unterhalb des Videos gefallen, dann kannst du mir dafür ein Gefällt mir geben. Ansonsten abonniere doch meinen YouTube-Kanal. Wenn du noch mehr Muskelaufbautipps haben willst, dann sehen wir uns auf muskelanleitung.de unterhalb des Videos. Oder wir sehen uns auf facebook.com/flavioni. Dort habe ich ganz viele Rezepte. Dort habe ich Muskelaufbau und Sixpack-Tipps für dich und Motivation für den Alltag. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Dein Flavio Simonetti.